Hast du es bald? Jetzt gibt er langsam komische Geräusche von sich. Zwei kleine Humpen. Ein kleiner Humpen. Mais. Wann habe ich Mais gegessen? Ein kleiner Humpen hängt an der Wand. Ein kleiner Humpen hängt noch an der Wand. Und wenn er dann, wenn dann einer herumgereicht wird, dann hört jetzt endlich auf, mich zu belästigen. Also wirklich. An manchen Tagen sind die Leute wie ihr schwer zu ertragen. Wo war ich stecken geblieben? Ja, das ist ein kleines Easter Egg. Ja. Eigentlich sollte hier gestern eine Kaufmannskarabine vorbeikommen. Komisch, dass sie noch nicht hier ist. Sie sollte Eisenerz aus dem Norden mitbringen. Wahrscheinlich hat sie dasselbe Schicksal ereilt wie all die anderen. Ja, nebenbei. Olbe und Tatzok, was ich noch gar nicht gesagt habe. Habe ich den Brief noch? Den müsste ich eigentlich noch hier haben. Genau. Und zwar den Brief für Nimbul, den wir in Nashke getroffen haben, nachdem wir Malahi besiegt haben. Also Tatzok wusste nicht, dass wir Malahi getötet haben, trotzdem hat er ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Das Geld, das ihr von Tatzok gehalten habt, sollte eurem üblichen Honorar entsprechen. Euer Auftrag ist schwierig, aber ich bin sicher, dass ihr, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid werdet. In den nächsten Tagen soll eine Gruppe von Söldnern durch Nashke kommen. Sie wird angeführt von einer Witzfigur namens Talisa. Also ja, man könnte ja daraus schließen, dass es Tatzok ist, der auch die anderen Kopfgelder auf uns ausgesetzt hat. Wenn er immer so fleißig beim Kopfgelder aussetzen ist. Ja, wir haben immer noch diesen Brief, den wir einer Marianne übergeben sollen. Ne, Mirianne. Gut. Vielleicht sollten wir uns dafür den hiesigen Wirtshäusern auch mal umhören. Also hier drin im Feldpost haben wir schon mal nichts Wichtiges erfahren. Wir könnten aber auch erstmal in die Schmiede reingucken, beziehungsweise Imuel möchte da gerne noch mal reingucken. Die hat sich nämlich mit der... Die hat es sich mit der einen Truhe da... Was wollt ihr beinahe unter meiner vertan. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Die möchte unbedingt wissen, was in dieser einen Truhe ist, die hier da so komisch vorgekommen ist. Also wird sie jetzt nochmal in Donnerhammers Schmiede gehen und sich die Truhe ansehen, solange noch Nacht ist. Weil Donnerhammer schließt komischerweise seine Schmiede nicht ab, die fast schon wie eine Biene aussieht, und will unbedingt in diese Truhe reingucken. Oh, da liegt sogar was Nettes drin. Weil jetzt ist Imuel in der Lage, wenigstens hier Sachen zu knacken. Gut. Die anderen Waffen wollen wir nicht, nur diese eine Waffe. Es wäre vielleicht sogar schon besser gewesen, wenn wir die früher gehabt hätten. Ah, Charakter ist zu weit weg. Und ja, wir könnten theoretisch auch in die anderen Gebäude hier in Berigost gucken. Aber ich denke mal, ich werde erstmal Berigost ein bisschen aufdecken. Also am besten alles aufdecken. In die Tavernen und so reinschauen. Was? Gut. Und die Kurtisanen ignorieren. Ja, die sagen hier im Baldur's Gate recht anzügliche Sachen teilweise. Und du stehst hier draußen immer noch im Regen. Dich haben wir doch schon heute Mittag bemerkt. Hallo. Hallo, du da. Ich kann euch ein nettes Angebot machen. Okay, ich höre. Seid gegrüßt, Abenteurer. Ich habe gehört, dass ihr ausgezeichnete Krieger seid. Und mache euch daher einen Vorschlag. Möchtet ihr die Leibwächter meiner Herrin sein? Wir lassen uns nicht als Söldner anheuern. Na gut, tut mir leid, euch aufgehalten zu haben. Nicht weggehen. Mist.
Das wäre nämlich eine schöne Queste. Seine Herrin steht nämlich genau hier. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Ja, toll. Und leider können wir den nicht nochmal triggern, soweit ich weiß. Der ist jetzt nämlich für immer weg. Oder backt hier vor der Tür rum, glaube ich. Hallo? Du kannst auch ruhig da hinten kommen, Talisa. Ja? Ja? Was wollt ihr? Gut. Nichts leichter als das. Nö, der ist weg. Mist. Jetzt muss ich das Quicksave nochmal laden. Ja. Machen wir das einfach mal. Ich verschwinde jetzt. Guck kurz wieder in die Zimmer nochmal rein. Hier war ja nichts Wertvolles drin eigentlich in den Zimmern. Da steht ein riesengroßer Schreibtisch, da wo nichts drin ist. So. Was? Gut. Dann nochmal hier runter. Nichts leichter als das. Ja, gut. Nochmal mit der betrunkenen Frau hier reden. Ich gehe einkaufen, wenn es euch recht ist. So. Sprecht ihr mit mir? Verpiss euch, jetzt gibt's was in die Fresse. Sprecht ihr mit mir? Hört auf den Mann, seid hey, so klug, ja. Blick nicht auf mich! Ich will keinen Ärger! Ich glaube nicht, dass mein Freund Marl euch mag. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ihr gingt. Übrigens habt ihr gerade gehört. Ich sag, mach's nochmal. Hey, klick nicht auf mich. Ich will keinen Ärger. Er sagt wirklich, hey, klickt nicht auf mich. Weil ich ja jetzt gerade auf ihn geklickt habe. Das ist auch etwas, was Yahira gerne von sich gibt. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja, o allgegenwärtige Autoritätsperson. Genau das, die allgegenwärtige Autoritätsperson. Nichts leichter als das. Damit meint Yahira uns als Spieler, beziehungsweise mich als Spieler. So. Was? Gut. Jetzt gehen wir erstmal hier raus. Nichts leichter als das. Gehen hierher. Was wollt ihr? Schicken Imuen rüber zur Schmiede. Ich hab genug davon. Dass sie dann nochmal das Bastardschwert klaut. Das wir eigentlich fast, glaube ich, nicht brauchen. Obwohl Kalit hat nur ein Langschwert plus 1. Da wäre das Bastardschwert, glaube ich, doch mal besser. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Minsk hat. Städte sind immer so beängstigend. Ja? So viele Leute. Und Kalit hat Angst vor Städten. Ja, Minsk hat immer noch seine popligen Zweihandschwerter. Da sollten wir auch irgendwann mal gucken, dass wir ihm was Besseres besorgen. Hoffentlich was Besseres finden. So, jetzt will ich erstmal hier reingucken. Nochmal, genau, hier hinten das Bastardschwert holen. Weil Imuen ist der Meinung, wir sollten gucken, dass wir alles kriegen können, was uns hilft. Ach, welch buntes Treiben! Die Städte von Rashiman sind im Vergleich wie ausgestorben. Okay, die geben Sätze von sich, die ich selten oder fast nie gehört habe oder sogar gar nicht. Das ist auch mal toll. Liegt das daran, dass ich mal einen weiblichen Char spiele? Kann ich mir fast schon nicht vorstellen. Ja, Minsk hat bald sein Level up. Danach kommt Imuel, glaube ich, mal wieder. Oder Yahira. Hallo. So, jetzt nochmal mit dir reden. Ein nettes Angebot machen. Erzählt uns mehr. Ich heiße Garik und arbeite für Silke Rosena. Sie ist die beste Musikerin der ganzen Schwertküste und wird noch vor Ende dieses Monats im herzoglichen Schloss aufspielen. Leider nur befindet sie sich,
seit einiger Zeit in Schwierigkeiten. Ein paar vom Weltpost angeheuerten Schlägern haben ihr übel zugesetzt, weil sie nicht wie vereinbart in seinem Wirtshaus gespielt hat. Man kann ihr für ihr Fortbleiben kaum Vorwürfe machen, denn der Wirt dieser Feldpost ist ein ausgesprochener Schurke. Sie braucht Söhne, die sie beschützen, bis sie zum Aufbruch nach Baldur's Tor bereit ist. Sie ist bereit, 300 Goldmünzen zu zahlen. Was haltet ihr davon? Okay, Talisa und auch Imoen in ihrer Naivität, weil sie gerne helfen wollen, helfen gerne. Also, das klingt vielversprechend. Warum steht ihr uns nicht eurer Herrin vor? Ich bin überzeugt, ihr habt die richtige Einstellung. Wir treffen uns dann vor dem Gasthaus Rote Garpe. So, jetzt geht kurz die Steuerung weg. Automatische Steuerung. So. Das ist seine Herrin. Was wollt ihr? Beinahe ja, unter meiner Würde. Das ist meine Herrin, Frau Silke Rosena. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, Schauspielerin allerhöchsten Ranges. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Hallo, ich sehe, mein lieber Garrick war recht beschäftigt. Ihr seht so aus, als wärt ihr eine zusätzliche Bezahlung wert. Was hat euch mein kleiner Helfer angeboten? Ich habe ihnen 300 Goldmünzen angeboten, wie ihr befohlen habt. Ich erhöhe euren Lohn auf 40 Goldmünzen pro Kopf. 4 mal 6 ist 24, das wären 240 Goldmünzen. Das ist 60 weniger, als Garrick uns versprochen hat. So gut können wir auch noch nachzählen, die will uns übers Ohr hauen. Nun gut, ich nehme an, Garrick hat euch bereits gesagt, was ihr zu tun habt. Eure Aufgabe ist es, die Schläger kaltzustellen, wenn sie mich bedrohen. Das sollte nicht weiter schwierig sein, aber ihr müsst zügig zur Sache gehen. Auf keinen Fall dürft ihr mit ihnen reden. Das klingt schon mal suspekt. Einer von ihnen ist ein Magier, der mit seinen Zaubersprüchen auch über den Klügsten große Macht ausüben kann. Das ist dann gar kein Schläger mehr. Wie kann sich Fettbus so einen Magier leisten? Die sehen alle drei nicht aus wie Schläger. Seid gegrüßt, Söldner. Ich bin Silke, eine außergewöhnliche Künstlerin. Hier ist sie, Feldpos Schlägertruppe. Schlagt zu, wenn ich es euch sage. Die sind nicht mal bewaffnet. Wir grüßen dich, Silke. Wir sind gekommen, wie ihr es verlangt habt, und wir haben die... Da kann schon mal was nicht stimmen. Versucht nicht, mich zu bedrohen. Ich werde keine leichte Beute für euch sein. Ich habe Freunde bei mir. Wovon redet ihr? Wir haben die Edelsteine mitgebracht. Die... Haltet den Mund, ihr könnt euch nicht rausfinden. Schlagt jetzt zu, tötet sie alle. Das hier ist ein abgekartetes Spiel, würde ich sagen. Die will uns dazu benutzen, dass wir die drei Unbewaffneten töten, damit sie diese Edelsteine bekommen kann, von denen er gerade geredet hat. Und da machen wir nicht mit. Wir tun nämlich das Richtige. Gebiete diesem Wahnsinn Einheit. Wir werden niemanden umbringen, der unschuldig ist. Unsere Abmachung ist hinfällig. Ihr seid vermutlich sowieso zu feige, um in einem Kampf von Nutzen zu sein. Mit denen werde ich selber fertig, nachdem ich mit euch fertig bin. Okay, sie greift uns an. Was? Ihr habt gerufen? Wir müssen mal davon ausgehen, dass sie eine Magierin ist. Genau. Ihr Freund hilft ihr nicht. Ja. Und sie ist schon tot. Gut, was wollt ihr? Nichts leichter als das. Hallo. Silke ist tot. Sie hat es wohl verdient. Man kann nicht so bösartig sein und erwarten, damit ungestraft durchzukommen. Jetzt bin ich wohl arbeitslos. Wäre es zu viel verlangt, wenn ich euch bitten würde, mich bei euch aufzunehmen? Kann im Moment niemanden gebrauchen. Und er geht. Gut, was hattest du dabei? Oh, viel Gold und eine magische Stabschleuder. Nehme nicht an, dass du... Doch, du weißt, was das ist. Eine Schleuder plus 1. Sehr schön. Und einen Unverwundbarkeitstrank. Die sind auch immer schön. So, was habt ihr jetzt zu sagen? Alle meine Sachen sind echt. Das garantiere ich.
Hab Dank dafür, dass sie die böse Hexe gestoppt hat, bevor sie uns tötet. Nimm dies als Zeichen unserer Dankbarkeit. Gegenstand gewonnen. Ein Abwehrtrank. Noch ein schöner Trank. Oh, und dieses Schwert. Kannst du das identifizieren? Nein, kannst du nicht.